Hallo, herzlich willkommen zurück zu Alchemy Garden in diesem, ja, kleinen Angezockt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, hier sieht es ganz schön dreckig aus, finde ich. Überall sind die Wände kaputt und ja, die müsste man erstmal alle reparieren, damit es wieder einigermaßen schön ausschaut. So, was haben wir denn heute vor? Ich lasse mich mal schnell schauen. Eine Steinspitzhacke habe ich jetzt gerade nicht da. Es ist total cool. Ich habe für mich privat nochmal einen anderen Spielstand angefangen. Und tatsächlich habe ich andere Blumen gefunden. Ich hatte andere Tränke zur Verfügung am Anfang. Und ja, fand ich total cool. Oh, es regnet. Schön. So, hallo, wir haben Post bekommen. Ich habe einige Gegenstände für dich gefunden. Eine Kupferspitzhacke, das ist ja toll. Dankeschön. Jo, guck mal, Blümchen. Ja, ja, tatsächlich habe ich das Spiel jetzt inzwischen so weit gesuchtet, dass ich dass ich den Frühling hinter mir gelassen habe. Ah ja, genau, Koriander, jetzt brauchen wir noch zwei. Und halt im Sommer jetzt angekommen bin und mir so ein bisschen den Sommer anschauen kann. Total cool. Also ich habe eigentlich im Prinzip auch so vor, dass ich euch nochmal so eine kleine Folge zusammenschneide, in der ich eben halt den Sommer, den Herbst und den Winter nochmal einen kurzen Ausschnitt zeige. Vielleicht ja Teile von einem Tag so ein bisschen einmal durch die Gegend laufe und euch das zeigen kann. Ja, ich hoffe, das schaffe ich jetzt noch in den nächsten zwei Tagen. Tatsächlich liegen wir hier eigentlich alle irgendwie mehr oder weniger flach. Es ist alles irgendwie, Kindergarten ist doof. Ja, kleine Kinder, die nehmen immer erstmal alles mit, was sie so mitkriegen können, mitnehmen können. Hm. Naja, jedenfalls ist total cool gemacht, das Spiel. Also ich bin immer noch total begeistert davon. Klar, es ist ja grindlastig, man muss viel laufen, man muss viel rennen. Alles kostet irgendwie so mehr oder weniger Energie. Da muss man einfach ein bisschen drauf achten. Aber, also ne, ihr seht schon, wie die Energie runtergeht. Von dem bisschen hier. Zwei Eisenerzen, das ist ein bisschen wenig, oder? Nee. Aber tatsächlich bin ich auch Level 20. Also du kannst bis Level 20 kommen. Genau, dann hast du damit dann alle, ich sag schon, alle Technologien freigeschalten. Nein, Gott, Fähigkeiten. Fähigkeiten, genau. Da hast du dann alle Fähigkeiten erforschen können, machen können. Weißt schon, was ich meine. Ja. Irgendwie verhaspel ich mich gerade. Irgendwie kriege ich die Wörter gerade nicht so zusammen, wie ich es gern hätte. ja, genau. Also bis Level 20 hast du auf alle Fälle dann alle Fähigkeitspunkte zusammen, die du brauchst, damit du alles auch freischalten kannst. Du darfst es für dich natürlich selbst entscheiden, wie du das gerne machen möchtest. Je nachdem, wonach dir ist, ist dir halt mehr nach Sammeln, nach Herstellen, nach Suchen. Ne? Das ist ja jedem so seins. Ja. J, warum ist es? Achso, wegen den Fertigkeiten. Wo ich gemerkt habe, man kriegt relativ schnell viele Punkte zusammen, wenn man die Tränke herstellt. Weil es ja doch 27 verschiedene Tränke gibt. Total lustig. Also es ist im Prinzip, du hast drei verschiedene, ja, wie sagt man, drei verschiedene hier so Merkmale. Ne? Schwefel, Salz und Merkur war das andere, ne? Genau. Und im Prinzip ist es, ja, du hast halt die Möglichkeit, dreimal, dreimal, drei Tränke herzustellen, ne? Also jedes Mal in einer anderen Position oder mehrfach und, ne? Ein Hexenkuss. Sehr cool, eine neue Pflanze entdeckt, ja, sag ich ja. Ziemlich cool. Ja, es gibt tolle Tränke da. Ich, ja, finde es schön, die Vielfalt an Tränken. Interessant, also da sind halt gute Tränke dabei, da sind böse Tränke dabei, also man hat schon so ein bisschen was, man selber kann man sie nicht benutzen. Das ist ein bisschen, ja, vielleicht okay, vielleicht ein bisschen schade. Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin gespannt, wo der Entwickler damit hin will oder die Entwickler. Also ich bin wirklich sehr neugierig, was man so draus machen wird. Das wird auf alle Fälle noch sehr interessant, glaube ich. Gut, ja, so. Dann holen wir uns die Sachen mal hier wieder und dann
werden wir noch ein bisschen was anpflanzen. Ne, wenn wir jetzt hier eh so viele Samen zur Verfügung haben, dann kann man da auf alle Fälle noch mal ein bisschen was machen. So, wieder zwei. Sehr gut. Zwei habe ich noch. Dann machen wir jetzt hier einmal und hier einmal. Und da ist dann auch die Hacke schon kaputt. So. Achso, Koriander habe ich keine zwei, ne? Da müssen wir tatsächlich erstmal. Habe ich irgendwo im Haus eine Kiste hingestellt? Ich glaube noch nicht, ne? Eine Kiste haben wir noch gar nicht. Nee. Okay. So, wir machen schon mal eine neue Hacke und dann mache ich mir mal nochmal so ein Steinbeil. Und dann. Achso, kann ich die besseren. Ich könnte die besseren Werkzeuge herstellen, ne? Wäre jetzt auch gar nicht so schlecht. Weil die Steinwerkzeuge sind schon echt mies. Egal. Jetzt gehen wir erstmal rüber in die Stadt. Oh, da ist noch ein Pflänzchen, weil da gibt es ja dann auch immer die Pflanzen. Level up! Yay! Und dann gucken wir mal, dass wir nochmal ein paar Tränke herstellen. Ich würde gerne nochmal ein paar Bäumchen schlagen. Oh, ich habe gleich keine Energie mehr. Shit. Ich hoffe, dass ich die Energie nicht dafür brauche. Ich glaube, jetzt muss ich mal ein bisschen langsam laufen, sonst haben wir gleich ein Problem. Ja. Vielleicht noch ein bisschen so, was zu erwähnen wäre es eben halt, wenn du nicht so der Typ bist fürs viele Sammeln. Ich glaube, dann ist das Spiel nichts für dich oder nur bedingt. Weil man doch schon sehr viel Zeit investieren muss, um eben halt wirklich die Sachen zusammenzubekommen, die man braucht. Und das nimmt halt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Also ich, ja, gab Tage, da bin ich dann wirklich echt gerannt, gerannt, gerannt und noch mehr gerannt und habe hier nur gesammelt, sammelt, sammelt. Das ist schon eintönig. Eintönig trifft's, ja. Also ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, das irgendwie nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten. Das weiß ich jetzt so gerade nicht, ob es da irgendwie machbar wäre. Da hinten ist noch eine. Die habe ich übersehen. Die hat sich gut versteckt hier unten in dieser kleinen Senke. So, die hole ich mir natürlich auch noch. Ja, nur eine Aufgabe pro Woche. Also du kannst doch erst wieder eine neue Aufgabe annehmen, wenn du die andere ja fertig hast. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Ich würde mir gerne ein bisschen mehr wünschen. Ah, guck mal, Zwergpalme. Das ist nämlich, ich glaube, das ist Merkur. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Das ist Rose. Mondhibiskus haben wir ja schon. Na komm, dann nehmen wir mal so mit, ne? Können wir die gleich noch anpflanzen, weil jetzt. Achso, nee, können wir nicht, weil ich K.O. bin. Ah. Glied. Sehr doof. Naja, ist nicht schlimm. Wir haben ja Zeit, ne? Also es kann auch passieren, dass du einfach mittags ja irgendwie sagst, so, jetzt ist halt rum. Jetzt habe ich alles erforscht und jetzt gibt es halt gerade nichts mehr. Ich meine, man könnte den Laden natürlich noch aufmachen und die ganzen Pflanzen verkaufen. Ist, wahrscheinlich nicht ganz so lukrativ, wie wenn man wirklich die Tränke herstellt. Aber ja, es ist auch eine gute Alternative. Und ich denke, das werden wir jetzt dann auch machen. Wir werden mal ein paar Tränke herstellen, wenn es uns die Energie zulässt. Ich weiß nicht, ob wir fürs Tränke herstellen auch Energie brauchen. Meine Nase kribbelt. Also wenn ich jetzt kurz. Oh, uiuiui. Kann passieren, dass ich gleich mal kurz weg bin. Oder ihr hört mich niesen. Das kann auch sein. Okay. Ja, ganz wichtig ist auch eben halt, dass man den Laden eben repariert. Das macht ihn natürlich attraktiver. Ja, das, dann kommen die Leute auch eher. So, und jetzt machen wir mal hier so ein paar. Weil Tränke haben wir gar keine mehr, ne? Nur so ein bisschen was. Okay, also pass auf. Dann machen wir jetzt mal hier die drei. Dann machen wir nochmal ein paar Heiltränke. Oh, da rein mit dir. Zack. Dann gucken wir mal unten auf die EP-Leiste. Ja, ist schon ein gutes Stück gewachsen, ne? So, das da rein und das da rein. Sehr schön. So, dann haben wir zumindest schon mal vier Heiltränke. Jetzt gucken wir mal, wovon haben wir noch? Blau haben wir noch ganz viel, ne? Den Koriander müssen wir aufheben. Und welche Pflanze müssen wir noch aufheben? Die lila Schnauze müssen wir noch aufheben. Okay.
Dann, gut, davon haben wir aber so viele. Das ist dann nicht schlimm. Dann erforschen wir jetzt mal einmal einen komplett blauen Trank. Genau, also es ist so, dass du selber gucken musst. Ja, du musst die Sachen selber, oh, hoppala, die Sachen dir zusammen brauen und Tränke erforschen. So, muss noch mal ein, da ist noch mal ein blaues. So. Genau, schöne Geschichte. Dann würde ich sagen, machen wir noch einmal einen blauen. Und dann haben wir auch davon noch mal ein paar Tränke. Und was ist der andere Trank gewesen? Oh, da ist leider nichts geworden. Schade. Erholsamkeitstrank, genau. Da können wir noch mal. Haben wir noch was Grünes? Auch nur die. Ah, das ist mir eigentlich fast ein bisschen zu schade. Okay, nee, dann machen wir das nicht. So, dann machen wir hier mal die Tränke rein. So, dann. Ich habe keine Kiste und nichts, gar nichts. Ne? Habe ich denn überhaupt irgendwie. Achso, ich kann noch gar nichts selber herstellen. Ah, okay, gut, das ist natürlich dann doof. Okay, warte mal, dann machen wir mal. Das ist schon auch alles mega cool, aber weißt du was, wir machen jetzt mal die Energiekosten. Nee, warte, wir machen jetzt mal das da und das da, weil dann können wir nämlich ein paar Möbel herstellen und Kupfersachen. Genau, dann haben wir einmal hier eine Kiste. Und dann machen wir nochmal einmal so einen Aussteller. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier unten Sachen zu lagern, die wir jetzt so nicht unbedingt brauchen. Also die Steine werde ich jetzt nicht verkaufen, das Holz auch nicht und die Kristalle auch noch nicht. Das dauert dann nochmal einen Moment. Ja, halt, warte, das kommt dann dahin. Das sind jetzt bloß die Samen. Ach, und das Eisen auch nicht. Genau. So, ach so, und den Koriander. Und vier von denen muss ich aufheben. So, die packen wir dann erstmal hier runter. Und dann würde ich sagen, können wir ja mal die Gänseblümchen verkaufen. Und dann machen wir einfach mal den Laden auf. Und dann mache ich hier mal noch was hin. Da machen wir dann halt den Hibiskus hin. Und dann nochmal Gänseblümchen. Nee, Gänseblümchen hatten wir jetzt schon, ne? Dann machen wir die rosa Bonbons hin. Und dann machen wir nochmal. So, genau. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ja, grün haben wir halt echt nichts, ne? Das ist tatsächlich echt schade. Bis auf das eine, aber das ist mir eigentlich echt zu wertvoll. So, ja toll. Tut mir leid, habe ich nicht. Geht nicht. Habe ich nicht, ist blöd, ich weiß, aber was soll ich machen? So, dann reparieren wir gleich wieder ein bisschen was, ne? Dann ist es doch alles sehr viel schöner. So, was möchtest du jetzt? Du willst jetzt auch so einen blöden Trank, ne? Ja, ich bin auch sauer. Das ist echt doof. Kauft halt von den Sachen, die da sind und nicht irgendwie. Ah, guck, siehst du, so ist brav, genau. Kleinvieh macht auch Mist, das ist schön. Habe ich hier oben jetzt eigentlich nochmal irgendeine Wand, die repariert werden muss? Nö. Hallo? Dann mache ich unten im Keller mal. Ich glaube, hier gab es genau die ist da. So, ne? Immer so ein bisschen. Ja, je hübscher der Laden ist, ne? Desto eher kommen halt die Leute zu uns. Ja, das ist einfach. Jo. So. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal. Hatten wir jetzt komplett blau? Hatten wir jetzt rot auch, ne? Aber wir können ja mal mischen. Wir haben halt echt gar nichts groß, ne? Wir können ja mal so machen. Also. Blau. Rot und rot. Und von dem stellen wir dann halt. Ah ja, ein Gegengift. Okay. Und von dem stellen wir einfach gleich zwei her.
Und dann haben wir auch wieder einen Trank, den wir verkaufen können. So. Sehr schön. Cool. Das ist doch gut, ne? So. Und jetzt könnte man dann die Blümchen im Prinzip auch rausnehmen. Entfernen. Und dann machen wir hier die zwei Tränke rein. Oh, sie hat sich eine große Blume geholt. Das ist ja cool. Schön. Na, 4 Punkte hätten wir noch. Energiekosten für die Material, das wäre schon auch ziemlich cool. Aber ich wollte eigentlich erst in die Botanik gehen. Ne? Das ist irgendwie noch cooler. Ach, ich weiß noch nicht. So, ich würde sagen, wenn der jetzt weg ist, machen wir den Laden zu. So, genau. Und dann... Jo, gehen wir eine Runde schlafen, ne? Auch noch ein ganz großes, was mich wirklich nervt an solchen Spielen ist, das ist wirklich ein Manko, das mich persönlich sehr nervt. Du kannst nicht abspeichern zwischendurch, ja? Du musst den Tag immer zu Ende spielen. Und wenn du einen neuen angefangen hast und dann, nicht die Zeit hast und zwischendurch abbrechen musst oder weiß ich nicht was, dann hast du halt einfach die Hinternkarte, ja? Dann ist es halt einfach rum. Dann musst du halt den Tag nochmal machen. Und das finde ich halt eher unpassend. Aber das ist halt mein persönliches Gefühl. Ne? Ich meine, das ist ja bei vielen Spielen so. Ja, das ist ja auch bei Stardew Valley zum Beispiel so. Oder bei My Time at Portia. Weil wenn man damit leben kann, dann geht das schon. Ne? So, es ist schön, dass es übrigens heute wieder regnet. Dann können wir gleich nochmal ein paar Pflanzen anpflanzen. Ah, guck mal, Koriander, das ist gut. So. Sammeln wir die ganzen Pflänzchen mal ein. Da ist noch der andere Koriander. Dann können wir die Quest noch abgeben. Das ist cool. Schön. Ja. Also. So. Dann machen wir da nochmal ein paar hin. Ich glaube, die Samen habe ich jetzt unten rein, ne? Das macht aber nichts. Oh, jetzt ist er schon wieder kaputt. Ja, und das Werkzeug geht halt super schnell kaputt, ne? Dann stelle ich mir erstmal nochmal schnell eine her. Eine neue Spitzhacke. Weil wenn es jetzt regnet, dann möchte ich das eigentlich schon nutzen, ne? Uiuiui. So. Nein. Ich weiß doch, dass mir die Komponenten fehlen. So, dann machen wir uns gleich so eine Kupferhacke. Machen wir gleich zwei. So, dann hätten wir das auch schon hergestellt. Achso, nee, da ist bloß der Koriander und der... Ah, guck mal, dann machen wir das nämlich. Dann haben wir das jetzt dann. So. Genau, und dann machen wir hier nämlich gleich nochmal. Und da nochmal. Und da können wir auch einen machen. Und dann pflanzen wir einfach mal an. Ja, dann mischen wir einfach ruhig ein bisschen. Das ist ja wurscht. Klar, man kann das natürlich nachher so viel schöner noch gestalten, ja. Das ist ja jedem selbst überlassen. Man kann sich auch die anderen Boden noch dazu kaufen, ja, dass du ein großes Land hast. So. 1, 2, 1, 2, dahin. So. Dann haben wir hier nämlich auch nochmal ein bisschen was. Vielleicht finden wir auch noch mal ein paar Samen. So, okay, jetzt mehr haben wir nicht, ist kein Problem. Dann, würde ich sagen, gehen wir jetzt hier einfach mal wieder nur unsere kleine Runde. Einmal so ein bisschen durch, wir geben dann die Quest ab. Wir müssten jetzt alles dabei haben, ne? Ja, wir haben genügend Sachen dabei. Hier ist auch noch mal ein Koriander. Sehr schön. Das ist doch super. Bevor wir jetzt dann aber in die Stadt gehen, will ich auf alle Fälle hier hinten in die Bären in die Höhle rein. Und dann, jo. Was ist das denn? Ach so, nix. Okay. Ist vielleicht nur wegen der Wolken, die so ziehen. Ja, ansonsten ist es ein total süßes, knuffiges Spiel. Also wie gesagt, ich mag es total gerne. Ich habe jetzt wirklich viel Zeit schon damit verbracht. Ich hätte es gar nicht gedacht, ja. Ich dachte, spielst du mal ein bisschen. Ich habe das ja, wie gesagt, in der ersten Folge habe ich es, glaube ich, schon erwähnt, vor anderthalb Jahren schon mal gespielt und da war es halt doch noch sehr
Ja, Performance war nicht so gut und es war doch noch sehr, ach na ja, nicht so richtig und ja. Aber jetzt ist es eben halt inzwischen wirklich spielenswert und ich sag mal so, wenn man so ein farmenlastiges Spiel mag, so wie ich es gerne mag, ja, dann ich weiß, ich lasse die Steine jetzt stehen. Ich will da jetzt gar nicht so viel groß. Naja, ich will da jetzt gar nicht viel einsammeln. Das ist jetzt nicht so wichtig für mich. Nee, wie gesagt, also wenn man so eine Spiele mag, dann kann man an diesem Spiel unglaubliche Freude haben. Und ja, schon durchaus viel Zeit darin verbringen. Wie gesagt, es ist halt Early Access. Es ist noch nicht wirklich viel Content da. Du hast ja in jeder Jahreszeit hast du einen Fest und du hast einen besonderen Händler. Da gibt es wirklich schöne Sachen. Also zumindest jetzt im Frühling gab es das. Ja. Ich denke aber nicht, dass es jetzt Spielspaß für die nächsten 30 Stunden ist. Also so dafür ist es noch nicht fertig genug. Aber ich finde, im Angebot, das sich zu kaufen, das lohnt sich schon, wenn man eben halt auf solche Spiele steht. Genau, und ja. So, jetzt gehen wir die Quest mal noch schnell ab, ne? Jetzt habe ich ja 20 Mal das Gleiche erzählt. Ne? Damit ihr auch wirklich wisst, was ich meine. So. Gucken wir mal hier. Rosa Bohne, rosa Blümchen, juhu. Aber ich, wie gesagt, mir hat es halt so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe: Mensch, das möchte ich gerne mit euch teilen, das möchte ich euch gerne zeigen. Es macht einfach Spaß. Ach, guck mal, jetzt ist doch wieder ein neuer Auftrag da. Okay. Hexenkuss mal 9. Das funktioniert nicht, das bin ich mir sicher. Der Hexenkuss ist eben halt nicht so oft da. Das ist eher eine von den selteneren Pflanzen. Ja, von daher wird es nichts. Genau. So. Pfefferminz, okay. Ja, gut. Rose haben wir jetzt auch geholt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich Pfefferminz habe. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir hier die Quest ab. Da. Hallo, hast du die Gegenstände? Ja. Habe ich. Level up. Das ist doch cool, ne? Sehr schön. So, dann 9 Punkte haben wir jetzt. Das ist doch cool. Schön, 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 schön. Jo. So, dann, ja, wüsste ich jetzt auch gar nicht mehr groß, was ich euch hier noch zeigen könnte. Ich meine, ich will euch natürlich auch nicht zu viel wegnehmen. Ja, ihr sollt auch die Möglichkeit haben, Sachen alleine zu entdecken. Ich werde halt eben einen kurzen Videozusammenschnitt nochmal machen mit den Jahreszeiten, damit ihr einfach mal einen Eindruck bekommt, wie das ausschaut. Weil ich glaube, dass das schon nochmal ein bisschen cool ist zu sehen, wie die anderen Jahreszeiten ausschauen, wenn sie denn dann schon so weit sind. Aber ich glaube schon, also in der Vorschau gab es irgendwo auch ein Bild mit dem Herbst und ja. Oh, da ist noch ein Koriander. Uiuiuiuiui. Ne, viel zu entdecken. Ja, ich will euch auch nicht alles zeigen, was jetzt so mit den Tränken oder was. Ich meine, das Prinzip, eher, ihr habt 27 Tränke. Ja, ihr müsst eben halt alles durchmixen, was geht. Dann, das kriegt ihr hin. Dafür, das muss ich euch nicht zeigen. Ja, da seid ihr schlau genug für. Tja, jo. Sachen kann man herstellen. Es gibt noch nicht viele Möbel. Aber gut, ich hoffe einfach, dass das kommt. Ich hoffe, dass der Entwickler oder die Entwickler dabei bleiben und wirklich noch ein bisschen dran arbeiten, weil es an und für sich wirklich ein schönes Spiel ist. Ja, so. Genau. Okay, und ihr merkt, ich habe, ja, ich fange an, mich zu wiederholen und deswegen, auch wenn der Tag jetzt noch nicht ganz so wirklich vorbei ist, ich würde jetzt die Folge trotzdem beenden. Ich würde dann gar nicht mehr groß was machen. Vielleicht verkaufen wir noch ein bisschen was. Hä? Das könnte man vielleicht noch machen. Einfach noch mal ein bisschen. Gut, wir haben jetzt eine Menge Geld bekommen, ne? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen was reparieren und dann vielleicht kommen dann noch mal ein paar mehr Leute. Das wäre natürlich noch interessant.
Aber ich glaube, so viele werden es dann nicht. So, dann machen wir die hier noch. So, gut. Das ist alles erledigt. Wie viel Holz habe ich? 16. Oh, dann könnte ich nochmal so einen Aussteller machen. Und hier nochmal einen reparieren. Machen wir doch nochmal so einen Aussteller. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, es zu reparieren. Das müsste jetzt eigentlich schon soweit gut sein, dass wir die Möglichkeit haben, dass das alles ein bisschen schicker ist. So, dann stellen wir hier. Dann packen wir das Holz und sowas packen wir hier rein. Ab in den Laden. Genau, dann stellen wir jetzt ein paar Tränke. Jetzt müssten wir aber gucken, ob wir vielleicht jetzt diese Erholsamkeitstränke herstellen können. Ah, immer noch Merkur. Merkur ist halt echt... Ja, habe ich nicht. Das ist doof. Salz habe ich ganz viel und Rot habe ich ganz viel, aber mehr nicht. Das ist nicht so cool. So. Ich weiß gar nicht, So. Eins, zwei. Hatten wir den schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Nee, hatten wir noch nicht. Ah, ein Flatrate. Flashrate. Siehst du gleich nochmal einen neuen Trank entdeckt. Juhu. So. Oh, fehlgeschlagen. Oh nein, das ist ja schade. Na gut, macht nichts. Wir setzen den jetzt trotzdem dahin. Dann verkaufen wir halt hier nochmal ein paar. Und dann verkaufen wir vom Koriander nochmal zwei. So. Ach, von der rosa Bohne habe ich schon verkauft. Okay. Dann machen wir doch die Pfefferminz. So. Gut, dann machen wir nochmal unseren Laden auf. Und dann stelle ich einfach nochmal ein paar Tränke her. Rot, blau, blau, rot, blau, blau. Zack, rein damit. Ja, schau. Ein Trank gekauft. Ja, ne, die Preise steigen dann halt auch. Ja, wenn, nee. Wenn die Leute zufrieden sind und der Laden gut ausschaut, ne, dann kann man eben halt auch sehr viel Prozente rausholen. Das ist schon schön. So, jetzt gucken wir mal, ob irgendjemand irgendwas will. Ah ja, guck mal, hier ist, Heiltränke sind schon ausverkauft, dann können wir ja noch mal ein paar Heiltränke machen. Ja, so viel ist gar nicht, ne. So. Einer, zweiter, nein, den hat er nicht gewollt. So, sehr schön. Ja, den habe ich leider nicht. Ja, tut mir leid. Ich finde das auch nicht gut. Aber was soll ich denn machen, ne? Jetzt haben wir zwei Heiltränke bisher verkauft. Aber die Shop-Variety ist schon ganz groß, also dafür... dass wir eben halt noch nicht so viel entdeckt haben, ist das schon eine ziemlich gute Leistung. Ich glaube, das ist die... Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das steigt mit der Menge. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oh, schau, ein Gegengift gekauft. Das ist toll. So, 9 Punkte. Bewässerungsgeschwindigkeit. Das ist schon auch genial, ne? Naja. Zaubertrankforscher. Ich hab die doch nicht. Ist echt blöd, ne? Ich hab auch gar nichts so, ne? Merkur. Ja, Eisen, toll. Aber Eisen brauchst du halt echt, ne? Das kann ich nicht in die Tränke reinhauen. Das funktioniert nicht. So, wenn der das jetzt auch will, dann jo, tschüss. So, na gut. Okay, ihr Lieben, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, ja. Genau, ich guck mal, es wird noch eine 4. Folge geben. Ich hoffe, dass ich sie möglichst zeitnah packe. Und wenn die Resonanz von euch so positiv ist, dann spiele ich auch gerne noch mal ein bisschen mehr. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wie gesagt, ich mag das Spiel sehr gerne. Ja.
Und ansonsten danke ich euch erstmal, dass ihr dabei war, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr ja, vielleicht Spaß und Freude hattet. Lasst doch gern Kommentare da, Däumchen nach oben ist immer gern gesehen und ein Abo sowieso. Und dann wünsche ich euch erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.